Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück, War Thunder, spielen auf der schönen Karte Dschungel, wie ihr denn so seht. Und das hier ist der neue in meinem Panzerrepertoire, nämlich der Crusader MK3 auch genannt. Hier seht ihr mein Line-Up. Somit habe ich alle Panzer. Ja, ist ja gut, hier machst du Quatschen. Ich rede doch hier, da unten der Typ. Somit habe ich alle Panzer der Briten im Tier 1-Baum erforscht, was sehr schön ist. Oh, mit der Valentine, den habe ich ja auch. Und der ist, wie ihr seht, extrem lahm. Wenn er jetzt einlenkt, dann ziehe ich locker flockig an dem vorbei. Ah, wir rammen ihn noch nicht weg. Genau. No. Also mich hier die ist zu bekommen. Der MK3 hat eine bessere Kanone. Die ist zwar vom Durchschlag her genauso gut, aber der Durchschlag ist um einiges besser. Da sind wir nämlich bei 100 mm standardmäßig. Und das ist schon mal echt gut, wie ich finde. Da kann man auf dem Tier auf jeden Fall etwas machen. Aber letztes Mal im letzten Gameplay etwas Probleme gehabt da mit gewissen Panzern der russischen Armee. Aber dieses Mal sollte es etwas besser funktionieren. So, mal gucken, ob wir uns hier vielleicht so ein bisschen positionieren können. Das vielleicht gar nicht so ganz schlecht sein sollte. So, mal gucken, ob da was kommt oder nicht. Da erobern wir erstmal A und jetzt haben wir hier auch noch C erobert, was uns schon mal 500 Punkte gibt. Dementsprechend ist der Wellentime auch schon gesichert. So, jetzt ist die Frage, warten oder nicht warten? Das ist auf jeden Fall etwas, was unsere KI-Einheiten beschießt. Ah, da werden. Ach, da geht's gut ab hier gerade. Da ist was, ja. Hat er daneben gesammelt? Ist er? Immer ist er, da rollt er nicht. Oh oh. Eieieiei, wir haben gut damit bekommen. Gerade das ist überhaupt nicht gut für diesen Panzer. Und da sind wir auch schon raus. So ein Mist. Panzer 3F. Ja, das war natürlich eine super Vorstellung von diesem Panzer. Gucken wir uns das gar nicht erst an. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. So, den Valentine. Wir starten auf dem gleichen Positionspunkt. Einstiegspunkt heißt das. So, der Valentine ist extrem lahm, finde ich zumindest. Hat man ja auch gerade gesehen. Ja, schade, das ärgert mich natürlich echt mega gerade. Ich habe nämlich schön 150% Booster gezündet und der ist natürlich gerade voll im Arsch, ne? Na egal. Der Valentine selber ist vom Turmpanzerung extrem cool. Kann man nicht anders sagen. Aber er ist, wie gesagt, ja, sehr langsam. Die Kanone ist so lala. Man hat mit teilweise mit Gegnern sehr starke Probleme. T-34 Hassgegner ist so wie bei den Deutschen, aber dadurch, dass die Deutschen dann doch teilweise gut mehr Durchschlag haben, gerade so ein F2 oder so, was man hier wirklich, oder auf das man hier treffen kann, ja, da muss man wirklich mal gucken, ob man das dann, oder wo man denn da hinschießt. Das ist nämlich teilweise nicht ganz so leicht. Ja, das ärgert mich gerade echt, dass der Crusader da so schnell draufgegangen ist, aber ja, was will man machen, ne? So ist das halt manchmal hier. So, da erobern die Kollegen den Punkt A. Ah, noch nicht, der wurde abgebrochen, sehr schön. So ein paar Pünktchen. Oder wenn gesagt, holen wir uns den Punkt wieder. So. Wir fahren zum gleichen Punkt in der Hoffnung, dass wir da was hinbekommen. Da kriegen wir sogar Air Support hier. Da ist er. Das ist eine Hurricane, sehr schön. Schieß mal ein bisschen. Markier die Feinde, sehr schön. Dankeschön. So, mal gucken, wie es denn jetzt so aussieht. Aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen Bounce-Potenzial im Turm. Das könnte uns gut. Oh, der hatte den F2 rausgenommen. Sehr schön, der Hurricane. Ah, da ist ein. Kommt schon, den müssen wir packen. Ziel um mich hier, habt ihr das gesehen? Das ist so kacke mit diesem Panzern teilweise. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Seht ihr das? Dritter Treffer, sehr schön. Direkt noch einen mit. Hätte gezogen, ja doch nicht. Ladeschütze rausgenommen, okay. Ein tiefer vielleicht. Ey, das ist heftig, wie der abprallt. Keine Chance. Oh, er zerstört, Richtschütze rausgenommen. Sehr schön. Also, ja, das hat man, da hat man wirklich extrem stark mitzukämpfen mit dem ganzen Zeugs hier. Und das ist echt nicht leicht. Also britische Panzer. Alter Kollege, was willst du denn jetzt hier? Oh, Glück gehabt. Das war richtig Glück gehabt gerade. Wo ist er hingeflogen? Da ist das Ding. Wow, das war richtig Glück. Er wird zurückkommen.
Aber wir versuchen es mal so ein bisschen. Wo ist er? So, jetzt haben wir auch B erobert. Von da aus gesehen sind wir hier schon ganz gut aufgestellt. Wir fahren mal wirklich frontal drauf zu. Vielleicht gibt es ja irgendwas Schönes noch zu sehen hier. Hier ist nicht das längste Mensch, muss man auch sagen. Und vor allem mit diesem Panzer, der so extrem langsam ist, ist es auch nicht gerade, ja, es wird nicht besser, sagen wir es mal so. Naja. Das ist echt schade, dass der so... Also ich habe natürlich auch noch nicht den Motor ausgebaut, muss man fairerweise sagen. Naja, wir gucken mal. Ist schon ein A13, der hat die gleiche Kanone wie der hier. Oder sagen wir mal so, da tut sich nicht ganz viel. Aber die Kanone ist bis zu einem gewissen Grad ist hier echt gut, weil die recht schnell schießt. Da ist was hinter dem Ding, aber da muss ich da jetzt einmal dran kommen, es dauert ja ewig. Aber das ist natürlich echt traurig, dass ein T-34 von der Seite in der Wanne nicht durchschlagen kann. Es war natürlich immer ein blöder Winkel, keine Frage, aber... Was Gott. Macht man natürlich gar nichts, ne? Weiß ich nicht, was der Kollege da hinten macht. Warum? Warum zum Geier? Oh, es ist so heftig. Langsam, dieses Gerät wirklich. Also. Ah, ja, wir versuchen mal unser Glück, ne? Wo wir denn noch hinkommen? Ich könnte das Ganze jetzt auch in die Länge ziehen, unnötig. Mach ich auch. Naja, mal gucken mal. So. Da war ein BT-7, der hat sich das Ding gekrallt. Also ihr seht das, wir sind hier bei 9 Kilometer pro Stunde 8 teilweise im... Es ist natürlich wirklich hier schlechte Bedingungen, aber trotzdem, das muss doch besser sein, oder nicht? So, da oben wollen wir hin. Da fahren wir auch hin. Also der ist wirklich sehr langsam, keine Frage. Ich habe neulich mal was gelesen, auch das britische Panzer sind vielleicht nicht die schnellsten. Ist natürlich schon praktisch, wenn man vorher Deutsche gespielt hat, weil dann ist man nicht versaut. Ach, wo sind wir denn hier? 703 Punkte, ihr wisst meine 1000-Punkte-Grenze, aber... Ja, ich glaube, das wird heute gar nichts, ne? Schade, schade. Na, was gibt's denn da noch Schönes? Als was sieht er denn? Machen wir hier mal hoch, in der Hoffnung, dass es hier noch was werden könnte. Geht genau dahinter, die Sau. Ja, flieh nicht rein. Machen wir mal hier runter. Junge, steht schon wieder. Schutzverschluss, sehr schön. Also, wir können ihm wirklich die Kette ziehen, aber auch nicht mehr. Also das ist natürlich vom Matchmaking her, ich bin nicht so hoch eingestuft worden durch den... Also nicht so, dass ich jetzt sage, ich würde überhaupt keinen Schaden mehr machen. Und also T-34, ich habe schon mit den Deutschen schwer gekotzt, aber wow. Das ist wirklich eine neue Hürde, die man da mitnehmen muss. Und wow. Also gucken wir uns mal an, was vielleicht habe ich auch verkehrt geforscht oder so. Aber naja. So, ihr seht, ich habe einen ja, 150% Booster gezündet, wie ich eben gezeigt habe. Und dementsprechend lade. Ja, man sieht ja schon, ne? 2296 Punkte auf den ACMK2AA. Das ist der neue Flakpanzer, der schießt relativ schnell, ein bisschen kleines Geschütz. Dafür eine ganz gute Kadenz, macht schon Spaß. Irgendwo trotzdem ein bisschen was erforscht, ist ja auch nicht schlecht. So, gucken wir mal ganz kurz. Also, wir haben einmal Panzerretter und wir haben, Ränge haben keine Bedeutung. Also haben wir da doch schon, ich müsste jetzt im Replay gucken, was für ein T-34 das war. Ist auf jeden Fall nicht ohne, ne? Also einer wird zerstört, einen kritischen Treffer, 5 Treffer insgesamt und eine Zone erobert. Jo, durchschnittliches Spiel, würde ich sagen. Ne? Ja, das durchschnittlich, ne? Also wie gesagt, 1000 Punkte, wäre ich wieder da, was meine Grenze, aber es ist, ja, gut, ne? Besser als der hier, ne? Besser als Henry Basie. Basie, so. Naja, naja. Gut, so, werfen wir mal einen Blick hier drauf. Okay, dann können wir hier jetzt erstmal Sperrfeuern vorne. Das ist sehr gut, dass wir das nehmen. Und dann Valentine. Ah, ich müsste eigentlich auf den Filter gehen, damit es ein bisschen schneller ist, ne? 4,5 PS mehr, was ist das denn? 9,3 und, oh, das bleibt eine lahme Krücke. Ich nehme einfach mal das Laufwerk, vielleicht wird das ja etwas besser werden. Ne? So, die Bremse kriegt auch noch einen mit, sehr schön. Dann hat sich das ja auch erledigt, bis dann immer erst, ich mache auf Sperrfeuer, ein bisschen Artillerie, tut immer gut. So, und jetzt haben wir die Shells hier für die Kanone, die habe ich gekauft und ich gehe jetzt direkt aufs Löschzeug. Auch gut, und dann gehe ich auf die... Das ist die 112.
Panzerbrechende Wuchtgeschoss 112. Was der hier? Müsst ihr mal gucken. Der andere davon. Ja, auf was gehen wir denn mal jetzt? Das ist die Frage. Einschießen. Ich finde diese teilweise recht ungenau, diese Dinger. Wir versuchen, dem mal entgegenzuwirken. So, also Valentine, der Q-Sender, MK3. Also, als nächstes geht es mal auf den. Ihr seht, 2,7. Ist natürlich ein Sprung, ne? Kleiner ist dabei, keine Frage. Aber der nächste Panzer ist dann 3,0. Und dann ist der Q-Sender natürlich, weil er hat null Panzerung, muss man dann wirklich sagen. Da geht alles durch. Da hat das dann schwer, ne? Ja, was wird denn der nächste werden? 3,0. Ich glaube, es wird der Valentine werden. Weil der hier ist ja auch. Ich muss den Quombel hochziehen. Ah, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das mache. Am besten. Naja, wir schauen mal. So, also, falsche Taste. Da wollte ich euch nur zeigen. Also, es gibt sehr viele Munitionsarten, wie ihr das seht. Ne? Das ist die erste 101 mm. Dann würde ich jetzt auf 112 mm kommen. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Und hier unten gibt es noch einen, der nennt sich dann 113 mm. Also ist dann doch der hier der beste. Shot MK9 müsste das sein. Genau, Shot MK9. Ja, ich gehe bei dem einfach nur auf Durchschlag oder nicht, weil das sind alles panzerbrechende Wuchtgeschosse mit teilweise mit so einem Kern da vorne dran. Können wir gucken. Mit Schutzkappe, das bräut dann, denke ich, mal ein bisschen mehr, würde ich jetzt meinen. Ich bin da jetzt kein Fachmann, aber so liest sich das. Aber dadurch, dass diese panzerbrechenden Granaten nie so doll streuen, ist das dann auch egal. Ne? Also da muss man ein bisschen gucken, wie man das dann so macht. Ja, ansonsten, die Kanone ist ganz gut, schlägt relativ schnell nach. Ne? 5,7, das muss ich mal gerade überlegen. Ist das doch das... Nicht 5,7 und... 4, ach so, das doch, das Kaliber hat sich doch geändert. Ich habe nichts gesagt. Ah, Entschuldigung, meine Fehlinformationen hier. Genau, 4 cm und dann sind wir bei 5,7. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Also wenn man damit trifft, dann macht das echt ganz schön viel Spaß. Habe ich jetzt nicht so zeigen können, leider Gottes. Aber ich denke, das werdet ihr dann nochmal sehen in einem der nächsten Videos. Ja, sehr nett. Also T-34 von der Seite, nicht knackbar, nur im Turm. Das ist natürlich echt eine Ansage. Also, boah, ich dachte, erst entzünde ich an. Locker flockig, aber keine Schnitte. Also, na gut, der Winkel war doof, aber trotzdem, normalerweise würde ich sagen, hey, der brennt, ne? Und T-34 brennt ja eigentlich ganz gut, wenn man hinten reinballert. Gut, jeder Panzer, aber dann habe ich eigentlich mal ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Fährt er wesentlich weg, ne? Naja. Egal. Gut, also. Mal gerade gucken, was er denn hier für eine 24 km Höchstgeschwindigkeit und er 42, ja, man merkt das dann doch, ne? Lustig ist, der ist noch, na gut, der hat 300 PS und der hat 145, ne? Hat er fast mein Auto mehr. Krass. Ja, mein Auto wiegt aber nicht 15,7 Tonnen. Ne? Also das sind mal die Sachen dabei. Naja. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht mit dieser Runde. Ist mal ganz krass zu sehen, was für einen Schritt man dann hier gehen muss, weil das ist echt happig. Ne? Also ein QZMK1 mit Valentine, also dieses 2,3 Matchmaking, das macht wirklich Spaß bei den Briten. Und dann kommt der große Umbruch. Und das ist echt übel. Wir können ja gerade mal bei den Russen nochmal gucken. T-34, 3,3, der kleinste. Ja? Wow. Also es war, ja, happig, ne? Damit muss man erstmal zurechtkommen. KV1 kann man auch drauf treffen. Naja, was soll's. Gut, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen und gerne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt War Thunder.